Weiter, was geht ab, Leute? Hier bei einem Scheidungsraid. Doppelbonbon Halloween Event läuft noch mit gelber Berge. Die Bonbons kann man auf jeden Fall gebrauchen. Vor allem, wenn man nicht mit ihm läuft. Eine Menge Leute laufen momentan mit ihm. Ich noch nicht. Mehr dazu aber nach dem Raid. Und Shiny 500 WP. Shiny. Ah ja, 750 gibt es jetzt für Raids. Wieso, weiß ich nicht genau. Endlich meinen Buddy gewechselt. Ich bin lange Zeit mit Regirock jetzt gelaufen. 500 Kilometer. Und ich habe ihn jetzt endlich gewechselt. Und die 500 Kilometer, das war nur Zufall. Also ich hatte nicht vor, genau 500 Kilometer mit dem zu laufen und dann zu wechseln. Das war purer Zufall. Dachte mir jetzt, ja, okay, genug Bonbons erstmal. Ihr wisst ja, man braucht 248 Bonbons, um einen Level 20er auf Max zu pushen. Und nein, ich habe noch nicht 248 Bonbons. Aber ich habe erstmal genug, wo ich mir denke, okay, wenn er das nächste Mal kommt, muss ich eh noch ein paar machen, bis ich einen fange, der gut genug ist, den ich pushen will. Deswegen dachte ich mir jetzt, okay, ja, das reicht. Wechseln wir endlich mal den Buddy. Wieso bin ich mit Regirock gelaufen? Die Frage kriege ich so oft. Ja, weil ich Bonbons gebraucht habe. Wieso denn sonst, Mann? Dafür ist das Buddy-System ja da. Für Bonbons. Nicht ganz. Darauf kommen wir gleich noch. Es ist nicht nur für Bonbons da, sondern auch für eine andere Sache. Ich habe halt von dem Bonbons gebraucht, genau wie ich davor von Regi Steel Bonbons gebraucht habe und genau wie davor von Regi Eis. Und genau wie davor von Latios wahrscheinlich. Ja, ich laufe halt mit dem Sachen rum, wo ich Bonbons brauche. Ich weiß, ein Legendärer braucht 20 Kilometer. Das ist ziemlich klein für einen Bonbon. Wieso dann nicht mit irgendeinem, das fragen eine Menge Zuschauer, wieso dann nicht mit einem, wo es sich lohnt? Wo man halt nicht 20 Kilometer laufen muss, sondern nur 5. Die Antwort ist ganz leicht, weil ich von diesen Sachen keine Bonbons brauche. Ich brauche nur Bonbons von Legendären, weil ich nicht genug Raids mache. Von allen anderen Sachen außer den Legendären kann ich die einfach normal fangen oder brüten oder eben einfach Raids machen. Weil Legendäre sind ja zeitlich limitiert, aber die anderen Sachen, die sind ja eigentlich andauernd da. Dementsprechend, meiner Meinung nach, eigentlich nur lohnenswert mit einem Legendären. Deswegen kommen wir jetzt zu meinem neuen Buddy. Ich habe mich für Cliphook entschieden. Es gab drei Pokémon, die zur Auswahl standen. Das erste ist Cliphook, das zweite ist natürlich Riolu, der sich zu Lucario entwickelt, und der dritte ist Shinux. Diese drei, weil, ja, die sind halt selten. Shinux, dagegen habe ich mich jetzt entschieden. Ja, dagegen entschieden, genau. Dagegen entschieden, weil, naja, es gibt immer noch die Raids und ich denke mir halt, mit der Zeit mache ich eh noch eine Menge Raids. Muss ich jetzt nicht unbedingt mit dem laufen. Riolu, ja, mit dem kann ich nicht laufen, weil ich den einfach noch nicht gebrütet habe. Aber das wäre auf jeden Fall ein Kandidat, mit dem würde ich eigentlich direkt laufen, weil nur aus den Eiern. Wann brüte ich jetzt genug von diesen Typen, damit ich halt genug Bonbons habe? Ich bräuchte genug, um den zu entwickeln. Und dann noch, der ist ja Level 20 aus dem Ei, auf Max zu pushen. Also über 248 Bonbons. Der kostet, glaube ich, 50, also 298 Bonbons. Ja, und so viele werde ich niemals brüten. Deswegen würde ich auf jeden Fall mit dem laufen. Aber wie gesagt, den habe ich noch nicht. Dementsprechend habe ich mich für Cliphook entschieden. Man weiß noch nicht, was Niantic mit dem vorhat. Wird er irgendwann normal kommen oder so? Oder kommt er jetzt jedes Jahr Halloween? Ich weiß es nicht, aber auch den. Von dem brauche ich sogar mehr, weil der auf Level 15 ist. Aus der Quest Level 15 nur, nicht Level 20. Das heißt, ich brauche sogar mehr als 248 Bonbons. Ich glaube 268 sogar. Und ja, ich kann ihn weder durch Raids bekommen, noch wild fangen. Dementsprechend entweder laufen oder Sonderbonbons reinstecken. So sieht das aus. Und jetzt? Jetzt schaue ich mir mal an, womit meine Freunde rumlaufen. Das bringt mich nämlich zum zweiten Punkt, den ich vorhin kurz genannt habe. Wieso laufen Leute mit bestimmten Pokémon rum? Erstens, weil man die Bonbons braucht. Zweitens, zum Angeben. Das ist jetzt seit dem Freundessystem
ein wirklicher Faktor geworden. Leute laufen nur damit rum zum Angeben. Ist halt echt so. Noch ein kleiner Hinweis. Leute fragen mich ab und zu, ja Hong, mit was soll ich rumlaufen, dies, das? Kann ich so nicht sagen. Das hängt immer von dir ab, welche Pokémon du hast, was du fängst und dies, das, wo du wohnst. Ich sage immer, lauf mit dem rum, was du brauchst. So einfach ist es. Manche Leute brauchen diese Bonbons, manche brauchen andere Bonbons. Das kann keiner für dich entscheiden, du musst selber wissen, was willst du jetzt mit diesen Bonbons machen? Steckst du immer noch bei der Carpador Quest fest und brauchst 400 Carpador Bonbons? Dann lauf mit Carpador. Willst du irgendwas entwickeln für den Pokédex, aber es kommt nie bei dir? Dann lauf mit diesem Pokémon herum. Willst du ein legendäres Max pushen, aber hast keine Sonderbonbons? Dann lauf mit dem legendären. Das kann keiner für dich beantworten, nur du selber weißt es. Ah ja, jetzt schauen wir mal, womit meine Freunde rumlaufen. So, Shinox, guter Kandidat, wie gesagt, auf meinen Top 3. Aber wie gesagt, ich habe davor noch eine Menge Shinox Raids zu machen. Hier. Wieder Shinox. Okay. Hundemon. Shiny. Absolut keinen Sinn, abgesehen davon, zum Angeben. Angeben klingt so böse, aber zur Schaustellen, also muss jetzt nicht unbedingt negativ gemeint sein. Der Kollege Jimmy mit Despota. Also Despota sehe ich auch noch sehr oft. Wie gesagt, jeder so wie er will, wenn er Despota Bonbons braucht oder Lavita Bonbons. Shinox, klar. Ja, sehr gute Wahl. Schilling natürlich. Ja, was soll man sagen? Shinox, alles klar. Ist natürlich beides. Angeberisch und effektiv. Nicht schlecht. Kindwurmbonbons, auch nicht schlecht. Kommt auf jeden Fall nicht so häufig vor. Und Brüten tut man denen jetzt auch nicht so oft. Raids gibt's keine von denen. Dann regionales, macht auch Sinn, klar. Aber ich habe davor noch eine Menge von regionalen zu fangen. Denke, erstens kommt da irgendwann mal ein Event. Zweitens, wenn nicht, dann fange ich die irgendwie, wenn ich da hinfliege. Drittens brauche ich da eh noch ein gutes und ein Glücks. Ja, deswegen laufe ich da nicht mit solchen Sachen rum. Taubsi, er macht den Schilling. Lavados, ein legendäres. So, Clipbook, ja. Tarnel, Shiny. Da hat da jemand wohl den Ziele nicht gut ausnutzen können. Evoli für die Quest. Wobei er läuft schon ziemlich lange damit rum. Kingwurm, wie gesagt, relativ selten hier bei uns. Lucky. Ich glaube, das ist ein 100er. Ich weiß, er hat beide Alolas auf 100, Knorga und Raichu. Also das war definitiv zur Show. Shinox, Shiny, nice. Kindwurm, 100. Okay. Relaxo, sehr, sehr altmodisch. Ich weiß jetzt nicht, ob er die echt braucht oder einfach nur zum Style. Sieht halt echt geil aus, neben Relaxo rumzulaufen. Togepi für Togetic, aber keine Ahnung, ich habe da so viele gebrütet. Und auch viele Togeticks wild gefangen. Für Togekiss meinte ich gerade natürlich. Die Weiterentwicklung von Togetic. Dann hier Shiny Magby. Einfach nur zur Show. Kann mir keiner sagen, dass man Magma Bonbons braucht. Janera. Wir wissen, großer Verlierer vom neuen kommenden WP-Update. Was natürlich wieder zurückgezogen wurde. Lavados. Noch ein legendärer Kandidat. Shinox. Also Shinox sehr, sehr beliebt. Galaxo. Okay. Hätte ich den auch, aber ich habe den leider noch nicht gebrütet. Chaos Lady mit Evoli. Interessant. Mal schauen, was sie damit vorhat. Dann hier natürlich die neuen Starter, aber weiß ich nicht, ob ich da so ein großer Fan von bin. Die kriegt man ja eh. Also das glaube ich nur für Show. Es sei denn, der will den irgendwie maxen. Relativ schnell. So wie der hier. Das ist natürlich eindeutig Show. Shiny. Und den kriegt man ja so viele Bonbons jetzt. Celebi. Da habe ich auch viele gesehen mit Celebi. Der läuft mit Shinox rum. Shiny, ja. Yeah. Also Weiterentwicklung. Natürlich wieder Shinox. Ja, eine Menge Shinox am Start. Tangela. Okay. Ja, interessant. Terga. Ein paar gehen wir noch durch. Taugos. Ich weiß, es riert. Taugos. So, Shinox, glaube ich. Ja. Yeah. Ja, auch Shiny. Oh, Togepi. Oh, okay. Okay. Der Philipp. Arctos. Shiny. Shiny Arctos. Tenmaru von PokéZone. Nicht mehr Pokélux. Shinox. So. Letzter Kandidat und Alola Kleinstein. Sehr überraschend. Yo, das war's erstmal wieder von mir. Schreibt unten in die Kommentare, mit welchem Buddy ihr momentan rumläuft. Und ja, immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter.
Check den Shop ab und vergesst nicht, Pokémon ist serious business.